Ja, willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Wir haben zwei Level. Ich guck mal eben. Fähigkeiten. Balance 3 hat 440 GB. Heilige Scheiße. Macht oder Lichtschwert? Oh, Macht. Ich weiß gar nicht. Wer ist ein Gegner mit... Oh, ich kann jetzt zwei Stück dran ziehen. Ist ja schon mal cool. Ja, Borderlands müssen wir auch noch mal machen. In Borderlands darf auch jeder mitmachen. Da darf auch jeder mitmachen, der Borderlands hat. Oh Gott. Da kann gerne jeder mitmachen, der Borderlands besitzt. Ich glaube, es ist eh nur Platz für, ich glaube, 4 Leute oder so. So, wo muss ich jetzt hin, ist die Frage. Da hinten, oder? Ich hätte vorher gucken sollen. Wo muss ich hin? Achso, da ist so ein Ding. Ja gut, das ist das Ding, da komme ich sowieso ran. Da war ich schon. Da war ich schon. Ach, da hinten ist da. Da war ich schon. Gehen wir erstmal dahin, das heißt da runter. Wenn ich mir das Ding holen kann. Was wäre dann das hier? Oh. Ist das euer Ernst? Oh gut, ich dachte, gut, dass ich nicht durch die Wand gebackt bin. Heilige Scheiße. Warum backe ich eigentlich bei jedem Spiel durch die Wand? Ich finde, bei Star Wars ist es zurzeit richtig oft, dass man hier durch die Wand backt. Hallo? Achso, dafür brauchst du. Okay, das ist okay. Ja, gut. Machen wir das halt nicht. Dann bleibt das da halt. Lass uns gemeinsam kämpfen. Oh mein Gott, ey. Hilf mir. Da oben waren wir drin, oder? Ja, nein, waren wir nicht. Doch, waren wir, aber da kann man nicht weiter. Muss man immer gucken. Achso, das ist das Falsche.
Lass uns die Datendesk zu See bringen. Ja. Können wir hier auch nämlich durch. Jetzt können wir hier auch nämlich durchgehen. Mal gucken, was uns erwartet. Waren wir schon echt auf den dritten Teil? Tja, da wären wir. Ich sehe dich, komme zu dir. Hast es geschafft. Hat man dich gesehen? Mich? Unsinn. Womit haben wir es zu tun? Siehst du den Druiden irgendwo? Irgendein Wartungsgerüst. Könnte ein Zugang sein. Eine bessere Option sehe ich nicht. Zum Luca geht's durch diesen Sumpf. Für dich vielleicht. Ah, da lernen wir erst Willst mit den Dingern. Willst du mitfahren, BD? Wenn du bereit bist, mach dich zum Gerüst auf. Ich pass auf. Verstanden. So bleiben wenigstens die Stiefel sauber, was? Jetzt müssen wir nur noch sie retten. Verstehe nicht, dass er die nicht einfach mit in den Manifesting, also tatsächlich durch die Gegend geschleppt hat. Wenn ich einen Druiden aus alter Zeit irgendwie finden würde, würde ich die nicht gerade, sagen wir so. Kaum vorstellbar, dass irgendwas in diesem Sumpf leben kann. Da lassen, wo jeder die klauen kann. Zurecht. Ja, guck mal, da ist das mit den Dingern. Also lernen wir hier das mit den Dingern. Oh Gott, siehst du das Gebäude, Kumpel? Sieht aus, als wohnt hier jemand. Oder mal gewohnt hat. Ach, guck mal, da unten. Bist du? Was ist das deiner Meinung nach wert? Nichts ist es wert, die Raiders zu hintergehen. Und jetzt verzieh dich. Ach stimmt, wir haben noch gar kein Kopfgeld gemacht. Ich lasse dich hier nicht zurück. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme schon klar. Aber wir müssen mein Datenpad finden. Können wir dir nicht einfach ein neues besorgen? Hallo, Junge. Gefährlicher Ort, um einen Fisch zu fangen. Nein, gefährlicher Fisch, um einen Ort zu fangen. Ja. Das habe ich nicht an Land gezogen. Aber Sarkasmus ist ein schlechter Köder. Außerdem konzentriere ich mich auf meinen Gegner, die furchterregende Glotzernkrabbe. Einer aus meiner alten Mannschaft, eine Kameradin von der Grapnel, wollte einmal eine Krabbe aus dem Meerschaum schöpfen, als plötzlich, zack, schon ging sie über Bord. Also, er hat sie gefangen. Ich habe eine Frage und ich will nicht respektlos klingen. Ist es Sehen überhaupt wir uns möglich, das mal an. Auf einem Planeten wie diesem ein neues Datenpad zu finden? Naja, neu wäre es nicht, aber ich finde bestimmt eins, das funktioniert. Oh, sehr nett von dir. Leider hat dieses auch einen sentimentalen Wert. Cal, was machst du hier draußen? Ich könnte dich dasselbe fragen, Zack. Ich bin hier auf der Suche nach sie. Ja. Ich auch. Ahem. Und ich bin Winnie Eris. Cal, richtig? Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Was brauchst du? Ich habe gehört, im Sumpf gäbe es einen Vogel mit einem prächtigen Federkleid. Aber als ich mir ein Exemplar näher ansehen wollte, schnappte es sich mein Datenpad und flog weg. Wo ist er hin? Sie haben ein Nest auf einer Felsnadel in der Nähe. Ich würde gehen, aber Winnie sagt, ich muss bei ihr bleiben. Ja, auf dieser Nadel. So nah und doch so fern. Ich werde tun, was ich kann. Du leuchtest wie die Sterne. Das ist eine Redensart von Coruscant. Einfacher gesagt, danke, Cal. Wo muss ich denn hin? Gerüchte.
Warte mal, wo sind wir? Hä? Ich bin ein Idiot. Ich bin ein fucking Idiot. Ich hätte da das Ding nach da unten schnappen können. Da habe ich gar nicht ganz dran gedacht. Ach, scheiß drauf. Jetzt muss ich mal gucken. Gerüchte. Gerüchte. Bitte. Dieses Datenpad enthält alle meine Entwürfe und meine Referenzdatenbank. Ohne müsste ich wieder bei Null anfangen. Also noch mehr als... Komm ich da rüber? Oh, wir haben eine neue Jacke. Das kann ich nicht bewegen. Ich kann das nicht bewegen, aber es gibt doch keinen anderen Weg hinauf auf die Säule. Okay. Ah, ist noch was? Scan. Was gefunden, Kumpel? Was ist hier, wenn ich hier reinlaufe? Oh, shit. Shit. Ja, gut. Okay, ich vergesse immer, dass du da nicht... Ich glaube nicht, dass wir hier da lang sollen. Okay, war das jetzt eine gute Idee, dass wir jetzt hier lang gegangen sind? Wahrscheinlich kommen wir da sonst anders gar nicht hin. Warst du schon mal auf einem so großen Schiff, Kumpel? Bei mir ist es lange her. Ich freue mich nicht drauf. Aber sie ist da drin. Wir werden nicht ohne sie gehen. Ich bin davon, du musst bei so einem Riesendinger, in so einem Riesendinger arbeiten. Ich würde mich voll verlaufen. Das habe ich vermisst, das Hin- und Her-Gejumpe. Ein bisschen Hilfe, Kumpel. Großartiges Timing. Machen wir wieder zurück. Okay, gucken wir mal eben. Da ist die Plattform, wo wir gerade waren. Das heißt, wir kriegen das wahrscheinlich erstmal gar nicht, diesen Auftrag, den wir machen sollen. Das heißt wiederum, wir gucken erstmal. Wir gucken, glaube ich, erstmal. Erstmal. Das ist alles, alles so riesig, ey. Mein Gott, ist das groß. Ich sehe mich. Oh, die gehen unter. Da ist nichts. Lagergerüst. Machen wir eine Pause. Ja, eine Pause klingt, glaube ich, gut. Ausruhen. Mal eben gucken. Oh, hi. Probleme bei der Anreise? Nichts, womit wir nicht zurechtgekommen wären. Was ist mit dem Sumpf? Hätte fast einen Stiefel verloren. Über Adlonierung, Datumier, über Kashyyyk sprechen. Du solltest die Schattenlade auf Kashyyyk sehen. Das ist ein Sumpf. Ja, nicht auf meiner Wunschliste. Bereit, wenn du es bist, Kerl. Die Raiders haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Ich würde mal sagen, dann geh.
Ich gehe hinauf. Erledigt den Eindringling. Sieht aus, als hätten wir es mit einem... Ein weniger. Verfolgung aufgenommen. Aufpassen! Feuer frei! Auf dem Weg! Nicht auf ihn, nicht auf das Schwert! Bewegung! Oh, den kriegen wir dann nicht raus. Nee, aber könnt ihr euch noch an Star Wars Episode 1 erinnern, wo die ganzen Droiden auf Coruscant und so ankamen? Roger. Mal gucken. Ich will nicht hier irgendwas... Ich will nicht was vergessen. Sie werfen Granaten! Wow, ich treffe ihn nicht mal. Ihre Zeit ist um. Ziel am Boden. Ich bin getroffen. Daneben. Yeah. Schlag zurück! Kein sehr herzlicher Empfang. Anklopfen ist wohl keine Option. Wir suchen uns einen eigenen Weg. Okay, das... Ah, hier kommen wir bestimmt wieder runter. Das war eine coole Kombination vom Angriffen. Riechst du das auch, BD? Wo können wir... Denkst du, du kannst diese Kupplung zerstören? Finden wir es raus. Komm ich darüber? Da. Im Zweifel? Feuer frei. Im Aufmarschgebiet hat es einen Aufruhr gegeben. Wir sind Feind. Wir haben Gesellschaft. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Schalten wir sie aus. Was das? Ziel ist in der Defensive. Oh mein Gott. Ich hab dich. Er schießt ihn einfach. Gib nicht auf. Geblockt. Was noch einer? Tut mir leid, wenn du mit mir spielst, ist das Spiel von Anfang an manipuliert. Kurze Kinnbart. Kurzer Kinnbart. Ich glaube, ich finde Kerl, so wie er jetzt aussieht, irgendwie einfach am besten. Ich finde, die langen Haare stehen ihm auch irgendwie richtig cool. Der sieht so richtig fresh aus. Mal gucken mal eben, ob wir irgendwo was vergessen haben. Nö. Wir sind bis jetzt haben wir einen strange Weg. Marin hat also doch beschlossen zu kommen. Ja, sie glaubt, dass Tenalor dem Pfad wirklich weiterhelfen kann. Alles klar. Aber seit sie hier ist, wirkst du fröhlicher. Okay, konzentrieren wir uns. Sie braucht uns. Oh mein Gott, wie soll ich... Das ist ein schlechter Scherz. Gott, oh Gott. Das ist eine ganz schöne... Also Star Wars besteht 80% aus Klettern. Bisschen wie bei Tomb Raider. Ich bin mal auf D-Nap in einen Frachter eingebrochen. Ach, irgendwelche Tipps? Nein, es war überhaupt nicht wie ein Luke Hulk. Weiß gar nicht, warum... Kannst du das wegschaffen? Absolut. Oh, scheiße. Mein Gott, ey. Haben wir ein bisschen wie bei Tomb Raider gestern, da sind wir auch so viel geklettert.
Der Panne steht schon wieder einer, sieht er das? Ich finde das cool, aber dass wir dann. Einen Kampf vor uns, ich bin bereit, wenn du es bist. Wer braucht schon ein Jetpack, was? Bist du Modell 459? Eröffne Feuer! Überwältigt das Ziel! Leite Nahkampfangriff ein! Habe Schaden erlitten! Haben diese Droiden gestritten? Das passiert öfter, als man denkt. Kein Wunder, dass sie verloren haben. Komm schon, weiter geht's. Ich meine, fast meine Droiden haben Gefühle. Hilf mir bitte. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Ich bin nur am Klettern. Oh Gott, ey. Hast du mich vermisst, BD? Oh Gott. Hangar sparen. Ich sehe gleich schon einen Riesenkampf. Konzentration. Oder? Da vorne stehen schon welche. Hast du das gesehen? Da vorne stehen welche. Hast du in deiner Zeit als Schrottsammler mal einen Luke halb zerlegt? Ich sprich über Breaker, sprich nicht über Breaker. Ein oder zwei. Vielmehr Venators. Ein guter Freund von mir hat mal eine Familie Snitmäuse in einem Heizungsrohr entdeckt. Snitmäuse kommen überall hin. Prof hat nicht gezögert. Er hat sie mitgenommen und in sein Quartier geschmuggelt. So war er eben. Tut mir leid, Kerl. Klingt, als wäre er ein guter Freund gewesen. Sie sind da vorne sind schon welche. Habe ich jetzt zwei Möglichkeiten zu gehen? Ja, da oben ist. Warte mal. Ah, guck mal, da oben. Versuchen wir es nochmal. Und guck mal, da ist eine Kiste. Mal gucken, was wir darin finden. Oh, wir haben eine neue Hose gefunden. Ich glaube, ich muss mal Kerl mal ein bisschen neu einkleiden. Wir brauchen mal ein paar neue Klamotten. Ohne Witz, mit einer Wärmflasche hält sich das echt gut aus. Das wäre zu einfach. Ja. Ach, ein Versuch ist es immer wert. Hallo. Da kann ich da lang? Geht da die Tür? Ach, guck mal, da ist der Bergbank. Probieren wir einige andere Komponenten aus. Was haben wir denn jetzt alles? Materialien. Ach, ich kann ja. Das sieht cool aus. Das können wir nehmen. BD wollte ich mal anders aussehen lassen. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Was ist denn für ein Kopf? Was haben wir denn für Körperchen für die? Der ist ganz okay. Neuer Look für dich, BD. Aber du. Ach nee, Charakter. Warte mal, Boni. Stimmt, ich habe ja drei neue Boni. Erfahrung. Erfahrung wird erhöht, aber Wiederherstellung nach dem Tod ist nicht mehr möglich. Nee. Erhöht Lichtschwertschaden, aber der erlittene Schaden wird ebenfalls erhöht. Oh, toll. BD1 hält einen zusätzlichen Stimm für Kerl bereit. Warte mal, nein. Ja, Boni? Warte mal. Eigentlich habe ich ja genug Stimm.
Kriege ich die dann wieder raus, ist die Frage. Ah. Mein Gott. Ey, hier wird einzustellen oder auch. So, jetzt nochmal. Gedicht wird schon, aber der erlittene Schaden wird ebenfalls erhöht. Was haben wir denn hier alles? Wird Angriffsmaster? Erhält mehr Erfahrung durch das Besiegen von Gegnern. Gibt doch hier irgendwo. Nein. Gibt doch gerade irgendwas mit. Ne, wisst ihr, was wir machen? Wir holen das mal weg und dann machen wir einfach. Ich hoffe, dass das okay ist. Ich hatte doch gerade zwei Stück drin, oder meine ich das nur? Weil die kosten alle vier. Ich hätte drunter noch ein. Toll. Was soll man nehmen? Zusätzlich ein Stim? Ja, machen wir mal den Lichtwertschaden. Lichtschwertschaden. Mal gucken. Da komme ich gar nicht hoch. Ich muss da durch. Bleibt wachsam. Wenn jemand herkommt, erledigt ihn. Hab einige Gegner gesichtet. Kämpfe, kämpfe! Es geht los. Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Los! Das ist gar nichts. Angreifer verletzt. Sie haben sich für die falsche Seite entschieden. Weiter nach oben, ja? Irgendwie. Da! Ich habe nie an dir gezweifelt. Okay, kommen wir mal nach oben. Geh weiter. Sehen Sie nächste Folge. Tschüss.